Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Dragon Age. Als erstes gehen wir jetzt mal zum Okularum und schauen mal kurz rein, wo die ganzen Scherben sind. Also Nummer 1. Das ist die zweite. Zweite. Nummer 2. Die 3 habe ich gefunden, die 4 habe ich gefunden. Und die 5 ist da. Okay, die sind ja alles schön in der Nähe. Gut, ich mal kurz nochmal aufs Pferd drauf. Ja, bist du? Da bist du. Ja. Upi, wo können wir jetzt hin? Na, ob wir jetzt mal ein paar Scherben suchen? Ja, ich nehme erstmal ein paar Scherben. Ich habe auch noch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, das, da kam ich ja so gesehen. Achso, das ist nochmal die Aufgabe mit dem Reiten. Stimmt. Gut, dann gucken wir mal kurz, wo die Scherbe circa sein kann. Dann holen wir sie uns. Dann gehen wir zur Lager, glaube ich. Wenn da nicht noch, wenn nicht sogar schon alle Lager gefunden worden sind. Ja, mal gucken kurz auf Karte, aber ich glaube, ich habe sie so alle schon gefunden. Gucke, gucke, da ist noch eins. Da ist noch eins und da sind zwei. Sind noch irgendwo eins? Nein, nirgendwo ist. Doch, da gehe ich nochmal rauf. Gut, das aktiviere ich mal kurz. Vielleicht könnte ja die Inquisition herausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Okay, wo komme ich jetzt hier noch lang? Theoretisch könnte ich ja hier hochlaufen. Kann ich das? Nein. Pferd, kannst du überhaupt irgendwas? Frag für einen Freund. So. Gut, jetzt. Ah, komm bitte. Ich bin auch ein bisschen weiter. Pause. Schön fürs Galoppieren. Okay, hier brauche ich jetzt die. Na, oder? Doch, ich gehe doch hier hin. Ich geh mal kurz runter. Erstmal das Pferd getroffen. Nicht getroffen, Schnaps besorgen, aber das Pferd getroffen. Welches Level haben wir eigentlich? Level 4. Das geht. Mehr bitte. Und jetzt versuche ich nochmal den Riss zu stören. Ja, hat geklappt. Aber dann bleibt er erstmal auch ein bisschen betäubt. Ich hoffe, Solas kriegt bald seinen neuen Levelaufstieg. Dann kann er endlich diese. Ja, Bannen. Das ist für mich gar kein Problem. Hier ist noch ein Schäden. War leicht. Hier ist jetzt noch der niedere Schrecken. Gedacht, war das mich trifft? Nee, hast du. Warte da. Aua. Hat er mich getroffen. Ach, hat Sandra sie gesagt. Nein, das wird man nicht tot. Ein Geschrei hier, dass man verlangsamt wird. Kann ich auch eigentlich den Rüst stören. Ich bring ihn ja so gesehen alleine hin. Ist da noch irgendwas? Ah, okay. War nichts. Gut, jetzt kann ich auch den Riss zerstören. War doch nicht, so, macht den Bumm und weg ist er. Was? Ist jetzt ein Inquisitionsboni? Oder was? Okay. Ja doch, da unten steht's. Inquisitionsboni. Oh, jetzt können wir auch noch sogar uns ein Astarium angucken. Ich war gerade beim Überlegen. Aquarium. Ich weiß nicht, warum ich gerade mal bei einem Aquarium dachte. Okay, so. Ich mal kurz noch ein bisschen was anderes machen, aber ich glaube, weil ich das Astarium. Na gut, hier oben sind die alle. Eigentlich könnte man da doch hoch. Wenn ich jetzt weiß, wie man hier hochkommt, nochmal. Ey, komm, aus da. Hier hoch? Mal kurz überlegen. Ich glaube, ja, man kommt hier irgendwie hoch. Oder nicht? Ein bisschen springen, springen, springen. Dann geht es und dann bin ich da oben. Supi. Was ist das? Ja, das frage ich mir auch, was das ist. Kurz. Was macht? Und mach mal kurz Astarien-Kunde. Das Astarien-Kunde. Mal gucken, wie lange das braucht. Ich bin ja ein ganz guter. Ach, das war schon wieder falsch. Allein das war schon falsch. Ja, doch. Da. Dahin, bis dahin. Hier hoch, hier hoch, hier hoch und da. Ach, herrlich. Oh, schöner als erwartet. Merkwürdig. Ja, wo führt das hin? Das werden wir sehen, wenn wir die ganzen Astarien gefunden haben. Sind ja insgesamt noch zwei, müsste es noch sein. Aber wie gesagt, die werden ja alles auch gut auf der Karte angezeigt. Und da oben muss ich noch hin. Guck mal kurz, ob ich hier hochkomme oder ob ich woanders hoch sollte. Ja, ich glaube, ich muss woanders hin noch. Warte, nein, ihr bleibt da schön hier oben. Mal bitte hoch wieder, danke. Mal so schön, wenn man pausieren kann. Und am Ende dann herausfindet, dass die entweder auch ganz oben stehen oder eben auch nicht.
Das ist mir schon sehr oft passiert, dass ich hier runtergefallen bin und ich erstmal ganz schnell auf Pause, ganz schnell einen Charakter, der da oben schon war, nehme und dann, na komm bitte, hochklettern. Genau, jetzt habe ich es. Und dann konnte ich theoretisch immer gut klettern. Gerade konzentriert arbeiten. Ich weiß jetzt nämlich wieder nicht mehr, wo ich hier hoch muss. Da bin ich oben. Genau, hier ist dann noch so gesehen. Oh, jetzt spawnen die alle schon hier vorne. Wow, die wollen ja schneller sein als ich. Aber nein, keiner ist schneller als ich. Nicht. Mal kurz, hier ist noch was zum Plündern. Nehme ich natürlich mit, die Kiste. Ich habe noch was gefunden, so ein Gürtel und einen Stab. Und dann beanspruche ich das hier erstmal. Kann ich das nehmen, das Schwert? Leider nein. Aber eigentlich. Warte mal, ich bin hier vorne. Gut, dann kann ich wieder mit der Person weitergehen. Ich will mit meiner Person gehen. Ich mag sie so sehr. Kann man sich nicht vorstellen, aber ich liebe sie. Aber was ist hier noch in der Nähe? Die kommen, sind noch zwei Sachen in der Nähe. Ach so, einmal Blutlotus? Ich denke mal, das andere ist bestimmt auch Blutlotus. Ja, das ist beide Blutlotus. Das kann ich auch noch mitnehmen. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin noch ganz knapp dran. Okay, ich bin ganz knapp da. Wenn ich gehe auch noch in diese innere Höhle rein, da. Hier, so gesehen auch in der Nähe. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich hier runterfalle und dann sage, oh Mann, jetzt muss ich die Höhle ein andermal benutzen. Hier ist noch eine Scherbe. Mitnehmen. Da habe ich 5 von 22. Genau, jetzt kann ich noch was lesen. Bergets Klauen. Gefundene Klauen. Okay. Denn zu dir, also, das würde jetzt auch keinen unbedingt interessieren. Wenn nicht, pausiert ihr einfach das Video und dann werdet ihr das schon lesen können. Ihr das lesen, wenn ihr es wollt. So, was ist hier? Hier müsste jetzt theoretisch entweder ein Bär kommen, ist ein bisschen, oder ein Wolf. Okay. Ist nur ein Wolf. Ich dachte jetzt irgendwie, ach so, ein Bär. Ich weiß auch nicht warum. Was möge ich auch Bären so sehr? Ich und mein Bär. Okay, okay. Irgendwann mache ich hier ein Let's Dance, ach, Let's Dance hier. Let's Sing oder hier, nennt man das andere. DSDS hier auch. Jede Runde, jedes Spiel, jede Folge wird einmal hier so. Oh, 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 da ist ein Bär. Oh, oh, da ist ein Bär. Ich muss gerade überlegen, wo ist denn die Höhle eigentlich? Okay, die ist da. Der mit dem Bären. Okay, jetzt haut er. Achso, der will nicht abhauen. Der weiß, dass er gegen mich keine Chance hat. So wie. Okay, jetzt kann ich hier nochmal ein paar Leute angreifen. Was ist denn das? Ein Gesetzloser, okay. Ich wollte gerade sagen, die kenne ich gar nicht unbedingt. Aber. Ja. Man müsste sie eigentlich können und lieben lernen. Noch was blockiert. Aber gut, ich konnte dadurch nicht hier durch. Gucken, ob das in der Höhle ist. Vielleicht irgendwie Aufgaben oder so. Aber es könnte natürlich auch sein, dass diese Clowns. Ich bezweifle, dass das einfache Banditen waren. Ihre Vorgehensweise war die einer gut ausgebildeten Gruppe. Jedoch, ah, okay, hier ist noch eine Truhe. Die nehme ich auch natürlich. Na komm, bin da noch rüber. Ich will mir noch die schöne Truhe angucken. Mal noch gleich schauen, wie viel ich im Inventar noch habe oder brauche. Aber sieht gut aus. Höhle nehme ich jetzt. Ich will jetzt in die Höhle rein. Noch Spindelkraut nehme ich mit. Die Abtrünnigen sind in die Hügel geflohen. Abtrünnigen sind in den Hügel geflohen, okay. Dann war da auch gleich hingehen. Wir haben ja so gesehen noch genug Heiltränke. Jetzt ist erstmal kein Spindelkraut, würde ich sagen. Eine Spindelkraut erstmal auf, dass wir erstmal die schwarzen Wölfe besiegen. Dann eventuell die Abtrünnigen drinnen besiegen. Den mitnehmen. Ja, mitnehmen. Gut, wo sind sie? Hier drin sind sie. Sind ja eine schön kleine Höhle. Wenn man sieht da irgendwas. Oh, ein bisschen. Wenn ich, mache ich mal ein bisschen Licht an hier. Bei mir ein paar Stellungen. Weil das schon besser ist, wenn man ein bisschen besser was sieht. Jetzt nicht, wie es jetzt bei euch ist, ob es da besser ist oder schlechter ist. Aber wie gesagt, so schlimm ist die Höhle auch nicht. Also man geht ja sowieso nach 2 Sekunden wieder raus. Nee, die möchte ich nicht angreifen. Ich muss nur mal kurz gucken, wo wir jetzt hingehen. Hier ist noch ein verschlossenes Tor. Was ist denn das hier eigentlich? Die Scherben in den Hinterland. Was ist das? Schutz der Verräter. Mein Gott, da haben wir ja noch zu tun. Achso, jetzt so sehen, sind wir noch im Kampf. Okay. Ja, will ich eigentlich nicht. Hier ist noch was zum Plündern. Da oben. Ob ich da rankomme. Ja, ich komme da ran. Silberohrringe kriegt. Der scheint wohl von einem Bären angegriffen zu werden. Weil. Okay. Hier noch müsste hier Eisen sein, oder? Richtig, Eisen ist hier und da unten ist Blutlot. Das nehme ich auch noch natürlich noch mit. Jetzt kann ich aber theoretisch wieder mich hinporten. Weil ich will, wie gesagt, zu
der komischen Scherbe, beziehungsweise zu dieser Sehenswürdigkeit reisen. Ja, möchte dahin reisen. Okay, so, da bin ich wieder hier. Gut, hier werden ja bestimmt. Es gibt nichts zu berichten, nichts sein. Genau, okay. Nichts sein. Nein, das hätte ich auch sagen können. Weil ich habe ja gesprochen mit dir. Und was ist das hier eigentlich da oben? Das ist das Pizzaferella. Okay, da kann ich nochmal hoch. Essen ist es sogar auch so, wenn ich dann auch sogar nochmal hochlaufe schnell und dann nach unten gehe, weil hier irgendwo. Oder ist es hier in der Nähe das gleich? Ja, hier ist die Stadt. Okay. Ich dachte, die ist noch irgendwie ganz unten oder so, aber nein, die war gleich hier in der Nähe. Kann ich hier zumindest dann schon mal den ersten Wachturm errichten, beziehungsweise den Ort kennzeichnen, damit die Inquisition da denn einen Wachturm aufbauen kann. Supi. Gibt es hier noch irgendwas? Wir haben in den Hinterlanden. Was ist hier hinten? Das ist Probleme mit den Wölfen. Also wir können Absicherung gegen Plünderer. Okay, da könnten wir nämlich auch hin erstmal. Nicht zugestellt. Ja, das ist natürlich auch nicht schwer. Das ist alles nicht schwer. Die ganzen Aufgaben sind nicht schwer, muss ich behaupten. Die sind alle relativ einfach in den Hinterlanden. Ab den Hinterlanden wird es dann ein bisschen komplizierter. Hier ist noch eine Elfenwurzel, die nehme ich mit. Gut, wo gehen wir als nächstes hin? Hier unten, genau, da ist es. Dann gehe ich zu der anderen Seite lang. Guck mal. So, jetzt muss ich wieder die V drücken. Hier ist doch sicherlich irgendetwas zu finden. Ich habe die Kiste gefunden. Dann schnell machen. So, plündern. Wir haben mich gerade erstmal nicht gesehen. Okay, ich habe sie gesehen. Wir haben dann gemerkt, oh mein Gott, wir werden geklaut. Beziehungsweise, ihr werdet nicht geklaut. Ich habe ja jemanden bestimmt getötet. Was? Werde ich wirklich schon? Wow. Die Zeit rennt. Wir werden immer besser. Jeden Part ein Level höher. Okay. Mal kurz gucken. Ich habe Angst, dass ich da hingehe. Oh, ich will da nicht. Geschafft. So, jetzt habe ich das auch. Nehme ich das hier auch noch, natürlich auch noch mit. Achso, sind hier noch sogar noch zwei. Naja, das kriegt er schon alleine hin. Ich nehme mir noch mal kurz ein paar Sachen. Nicht noch was finden, ansonsten, ja, muss ich euch jetzt schon bekämpfen. Also, muss ich ja beim Kämpfen. Das dauert jetzt ein bisschen lange. Noch was? Hier ist noch ein Bär. Den Bären will ich nicht unbedingt, muss ich sagen. Dann will ich lieber hier Probleme mit den Wölfen haben. Obwohl ich keine Probleme habe mit denen. So, dann, was ist hier? Mein Ziel angreifen, Rückzug, genau. L war das immer. Okay. Muss ich mir merken. Ich dachte eher irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Gut. Kann ich jetzt nicht. Nee, reiten kann ich jetzt nicht. Nee, gut. Weil ich im Kampf angeblich bin, obwohl ich nicht im Kampf bin. Dann laufe ich ja theoretisch. Laufe ich jetzt eigentlich den richtigen Weg? Nein, aber zum Ausrufezeichen. AKH, Leerzeichen. Ihr hättet im Nichts vergangene Ereignisse miterlebt, Solus. Oder doch zumindest die Erinnerungen daran. Was haben wir hier? Im Brief der Liebe. Aber das Nichts verzerrt die Realität. So, das war schon. Ich es dachte, kann da also kommt noch kein irgendwas. Wahres Abbild dessen erschaffen. So, jetzt nochmal zurück die ganzen Erinnerungen, glaube ich. Die Wahrheit ist niemals eindeutig. Ich muss gerade wirklich überlegen, wo ich hier lang muss. Wäre doch hier lang sein, eigentlich. Ich und mein JJ, das finde ich okay, okay. Ich und mein JJ. Gut, natürlich werde ich diese ganzen Scherben sowieso nicht finden. Und wenn, dann im Livestream eventuell, dass ich mal da mal einen Livestream mache und dann die ganzen Scherben zusammensammle. Diese Scherben dauern wirklich meiner Meinung nach extrem lange. Aber wie gesagt, ich möchte auch gerne schon die ganzen Türen auch öffnen. Belohnungen rausschnappen, sind ja mal relativ schön. So, muss ich wieder gucken, wo ich lang muss gerade. Weil hier geht es jetzt gerade mal nicht weiter. Doch eigentlich kann ich doch hier hoch galoppieren, oder? Also hier hochspringen. Kann ich nicht. Kann ich eigentlich irgendwas? Kannst du dich nicht einfach da festhalten? Danke. Okay, komm bitte hoch hier. Na, komm ich noch? Okay, ab da geht's weiter irgendwie nicht mehr hoch. Ich stehe so gesehen bei so einer unsichtbaren Mauer. Ist ja witzig. Habe ich ja noch nie gesehen, eine unsichtbare Mauer. Juti, dann gehen wir wieder runter, weil, wie gesagt, ich möchte die unsichtbare Mauer nicht ärgern. Nicht, dass wir da durch die unsichtbare Mauer glüpfen. Hier noch irgendwas? Nein. Also gut, hier von da bin ich auch gekommen. Aber, oh, ich habe sogar noch was vergessen zu plündern. Oh nein, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich bin ganz böse. Echt Gott.
Okay, wie gesagt, jetzt muss ich nochmal schauen, kurz. Was ist denn das hier eigentlich? Brief einer Liebenden. Okay, da gehe ich vielleicht nochmal hin. Ja, eigentlich. Ach so. Die Bisons grasen. Na gut, da muss ich ja noch gar nicht hin, weil, wie gesagt, mit den Level 12er komme ich, glaube ich, noch nicht an. Ist noch. Ja gut, das will ich nicht. Scherben in den Hinterland. Ja gut, das kann ich noch machen, weil das ja auch in der Nähe ist. Ui, ist ja wieder so viel zu tun. Nichts. Kann man ja nicht glauben, was man machen soll und nicht machen soll. Hier, Scherben in den Hinterlanden. Bitte her. Wir müssen. Ach, ist ja gleich hier vorne. Läuft ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde es irgendwie gerne nochmal mit dem Level probieren gegen den 12er-Boss. Irgendwie denke ich mir auch, warum eigentlich? Warte, ab bist du Level, weiß ich nicht, was. Das ist so 8 oder so. Hat man wenigstens auch noch eine große Chance zu schaffen. Beziehungsweise ich könnte jetzt auch erstmal zu den zur Himmelsfeste. Nicht in der Himmelsfeste. Nach Haven. Das Ding heißt. Ist das Haven? Haven, genau. Nicht die Himmelsfeste. Ach, das wäre schön. Wenn ich zu nette. Okay, nein. So. Die Sehenswürdigkeit. Ich dachte, ich habe die Sehenswürdigkeit schon die ganze Zeit. Wo war denn die bitte schön? Ach, da oben. Okay, dann nehme ich sie mit. Dann gucke ich mir mal an, ob ich mir schon vereinzelte Tiere holen kann. Beziehungsweise, ob ich die Leute irgendwo schon hinschicken kann. Ja, bestimmt sein. Hier oben hin? Angesprochen. Das ist die Sehenswürdigkeit. 6 von 17. Klasse. Dann gehen wir erstmal zurück nach eben. Um zu schauen, ob ich da noch irgendwas, was irgendwas braucht. Machen. So. Ich guck mal kurz an. Nein, das will ich dem Ding, würde ich jetzt nicht hintergehen. Kann ich jetzt eigentlich schon überlegen, Exoten? Nein, bei Exoten habe ich noch nichts. War doch hier unten schon. Ist hier schon irgendwas? Nein. Also doch eine Sache, aber die will ich nicht. Bergdrakonisten und. Ja, ich auch noch. Oh. Nehme ich eher das. Du denkst also, wenn wir bessere Pferde hätten, wäre alles anders. Naja, das ist nicht mein. Meister Dennets Pferde aus den Hinterlanden sind schneller und stärker als alles, was wir hier haben. 10 Jahre später, ich überlege immer noch, was ist eigentlich mit dem Pferd hier? Ein gutes Pferd kann entscheidend sein. Ja, okay, das reicht mir. Die Stute, mit der ich aufwuchs, hat mir das Leben gerettet. Sie starb. Dann gehen wir mal kurz nochmal zum Kartentisch. Schauen mal nach, ob wir noch irgendwas brauchen. Oh, da ist noch eine Aufgabe. Interesting. Was ist das für eine Aufgabe? Sonderlieferung. Aber die habe ich doch schon. Jetzt eigentlich so gesehen schon wieder genommen. Weiß jetzt nicht, was passiert ist. Vielleicht ist ja irgendwie, vielleicht verkaufe ich ja, verkauft gesagt, der Händler jetzt theoretisch mehr oder keine Ahnung. Aber ich war schon interagieren mit denen. Nicht heiß. Ich musste nachher auch nochmal mit den Leuten alle reden. Okay. Vielleicht auch nicht die schlechte Idee, aber erstmal gehe ich mal kurz rein. Und schau mal nach, ob ich noch mal eine neue Musikstück finde. Und habe ich? Ja, habe ich noch bekommen. Eins. Gut, dann gehe ich jetzt nach oben. Oh, was ist denn jetzt los? Ah, muss hier durch. Ich will hier durch. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet. Alles Lüge. Euresgleichen hat sie halt sterben lassen. Halt dein Maul, Magier. Es reicht jetzt. Hauptmann. Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, Kanzler? Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ich frage mich, Kommandant, ob eure Inquisition und ihr Herold die Ordnung wie versprochen wiederherstellen werden. Natürlich fragt ihr euch das. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Okay. Ich gehe auch sogar an die Arbeit. Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig, am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastes? Wohl kaum. Arbeiten wir zusammen? Bis jetzt beharrt nur ihr darauf, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Das könnten wir, wenn eure Inquisition die Autorität der Kirche anerkennen würde. Bis zur Wahl einer neuen Göttlichen gibt es keine Autorität. Zu gegebener Zeit wird Andraste uns führen.
Nicht irgendeine verwirrte Wanderin auf einem Berg. Erforschen. Allen, warum ist er hier? Warum gestattet ihr dem Kanzler gleich nochmal zu bleiben? Euer Templer weiß offenbar, wo er die Grenze zu ziehen hat. Er ist harmlos. Es macht keinen Sinn, ihn zum Märtyrer zu machen, nur weil er große Worte schwingt. Allerdings ist der Kanzler ein guter Gradmesser dafür, was uns in Val Royeaux erwartet. Nachforschen, wie groß ist der Krieg? Wie weit ist die Gewalt zwischen Magiern und Templern fortgeschritten? Das kann man unmöglich sagen. Dass eure Organisation die Autorität der Kirche untergräbt, ist nicht gerade förderlich. Ich denke, durch die Zerstörung des Konklaves ist der Krieg zwischen Magiern und Templern wieder aufgeflammt. Stärker denn je. Er hat die göttlichen Magier getötet. Magier und Templer bekämpfen sich, obwohl wir nicht wissen, was im Tempel der Heiligen Asche wirklich passiert ist? Genau deshalb sollten wir die ganze Angelegenheit einer neuen Göttlichen überlassen. Falls ihr unschuldig seid, wird die Kirche das feststellen. Oder froh sein, einen Sündenbock zu haben. Denkt ihr, dass sich niemand um die Wahrheit schert? Wir trauern alle um Justinia. Aber ihr wärt nicht traurig, wenn der Herold Andrastes diskret unter den Teppich gekehrt würde. Erwartet gute Nachrichten. Ich werde dafür sorgen, dass Val Royeaux zur Vernunft kommt. Ich bete, dass ihr recht habt. Wie die da im Hintergrund so rumzappeln. Oh mein Gott, ist das witzig. Oh mein Gott. Okay, jetzt geh erstmal hier rein. Und guck mal kurz, was noch hier für Aufgaben sind. Der Erbauer mir offenbart. Alles klar. Also dann mache ich hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da oder auch ein Abo, damit ihr nichts mehr verpassen könnt. Und ja, bleibt schön gesund und ciao.